als wäre es eine Herausforderung. Frei nach dem Motto, wie kann man Menschen mit Winterdepressionen den November noch ätzender machen, versaut mir die Bundeswehr im Augenblick in schöner Regelmäßigkeit den Tag. Ich stelle mir das bildlich vor, wie diese Säcke voll Scheiße da in der PR-Abteilung sitzen und darüber diskutieren, wie man Merle Lindemann wohl am besten fertig machen kann. Hey, sagt der eine, lass uns doch einfach alles nehmen, was den Menschen ausmacht und als was ganz Schlimmes darstellen. Ich wette, dann tickt die völlig ab. Bravo, ein Meisterstück, Herr Kollege, sagt dann der andere mit dem schlecht sitzenden Anzug und der Akne im Gesicht, die verrät, dass die Pubertät noch nicht so lange zurückliegt, wie sie eigentlich sollte. Aber wie stellen wir sicher, dass sie das mitbekommt und sich auch wirklich darüber aufregt? Ach, nichts leichter als das. Wer um kurz nach sechs in Wattenscheid in die Bahn steigen muss, ist mehr als gewillt, sich über irgendwas aufzuregen. Ja, fantastisch, dann mal auf ans Werk. Herausgekommen sind diese, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Leichenschändungen für Bäume vielleicht? Also fassen wir zusammen. Ausschlafen, um das eigene geistige Potenzial ausschöpfen zu können. Disziplinloser Hippie-Scheiß. Dem urmenschlichen Spieltrieb folgen und sich daran erfreuen. Wertlos, wenn dabei keine echten Menschen abgeschlachtet werden. Und by the way, ihr PR-Genies, ein echter Zockertisch, der sieht eher so aus. Unordnung im persönlichen Lebensbereich geht gar nicht. Da, wo man lebt, muss es aussehen wie im Museum. Kreativität und persönliche Entfaltung? Ebenfalls disziplinloser Hippie-Scheiß. Die Welt braucht Mörder, keinen zweiten Sting. Nun gut, ich weiß, dass es dabei nicht um mich geht. Denn ich bin diejenige, die vorm Einsteigen in die Bahn öffentlichkeitswirksam mit der Faust auf diese Werbeflächen einschlägt und wilde Flüche ausstößt. Vielleicht nicht gerade intellektuell wehrhaft, aber unterhaltsam und vor allem irritierend für die übrigen Wartenden. Ich glaube ehrlich gesagt nicht einmal, dass es um die geht, die da rekrutiert werden sollen. Keinem jungen Menschen, egal wie viel Bildung man ihm vorenthalten hat, geht bei der Vorstellung von einem Wecker um 3 Uhr morgens einer ab. Ich vermute, diese militaristische Kackscheiße zielt einzig und allein auf die genervten Wattenscheider Eltern ab, die bis heute nicht verstehen, was ihre Kinder schon längst verstanden haben. Es gibt keinen Weg zurück in die Geisteshaltung von Zucht und Ordnung. Und in dieser Welt ist die Lüge von persönlicher Fleiß führt zu Wohlstand schon vor langer Zeit geplatzt. Aber wenn man seine missratenen Sprösslinge nur früh genug dahingehend beeinflusst, dass sie es trotz alledem einmal besser haben könnten, tja, was dann? Ja, ist schon richtig. Wir verfügen inzwischen über eine so überlegene Technologie, dass die Kriegseinsätze selber, pardon, Brunnenbaumissionen natürlich, verhältnismäßig selten zum Tod führen. Also zu dem des Bundeswehrsoldaten zumindest nicht. Da haben die Werbefuzzis, die diese verkackte Kampagne ausgeschissen haben, statistisch betrachtet ein höheres Risiko, auf dem Weg zur Arbeit bei einem Autounfall ums Leben zu kommen. Manchmal haben Statistiken fast was Erotisches. Aber zurück ins echte Leben oder vielmehr zum echten Tod. Reden wir von posttraumatischem Stress? Reden wir von Selbstmordraten? Reden wir darüber, was es bedeutet, ein Leben zu nehmen? So ein junger Mensch, der mit 19, 20 lernt, möglichst effektiv zu töten, der ist irgendwann 30 oder so. Und vielleicht hat er in dieser Zeit ein paar gute Bücher gelesen oder Filme gesehen, die ihm klar machen, welche Schuld er da auf sich geladen hat. Vielleicht stellt er fest, dass er menschliche Bindungen nicht so empfinden kann wie andere und macht sich auf die Suche nach dem Grund dafür. Und man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er ihn entweder niemals findet oder dass eine echt kompetente Person bei ihm ist, wenn er ihn entdeckt. Selbsttötungen von ehemaligen Soldaten tauchen nicht einmal in den Statistiken auf. Alles nach Ausscheiden aus dem Dienst fällt nicht auf die Bundeswehr zurück. Und dann stehen die genervten Wattenscheider-Eltern da. Und entweder sie haben wieder nichts verstanden, oder sie verstehen nur zu genau, dass ihr Junge vielleicht noch am Leben wäre. Vielleicht nicht als der absolute Überflieger schlechthin, aber ihnen vielleicht Enkelkinder geschenkt hätte. Wenn sie selbst es einfach nur ein bisschen besser ausgehalten hätten, dass ihr Kind es in dieser Welt nun einmal vorgezogen hat, unordentlich zu sein, am Rechner zu zocken, auszuschlafen und unbeholfen auf der Gitarre herumzuzupfen. Kurz, kein Auftragsmörder, sondern Mensch zu sein.